Leute, willkommen wieder zurück zum Finale von Undertale. Ja, wir haben ja hier schon lange eigentlich das Finale durchgezockt im Prinzip, aber wir haben immer noch einiges zu erkunden. Wir haben letzte Folge ja noch den Metaton-Kram gemacht und dann noch ein paar andere Sachen. Jetzt kümmern wir uns um die Dialoge, Leute. Die leckeren, schmackhaften kleinen Dialoge, die jeder mal lesen will. Jeder. Sorry, dass ich in letzter Zeit etwas inaktiv war. Ich musste die letzten Tage seit Anfang der Woche einen Rallye-Vortrag vorbereiten. Und Rallye ist so ziemlich das einzigste Fach, bei dem ich wirklich die Eins auf dem Zeugnis haben will. Also, ja, sorry. Wird sich jetzt aber wieder ändern. Also, jetzt gibt's keinen Rallye-Vortrag zum Vorbereiten mehr. Oh yes. So. Oh ja, ich lieb den Soundtrack hier einfach. Also Leute, dann gucken wir mal, was sich hier unten finden lässt. Die nächsten drei Folgen werden wahrscheinlich komplett gefüllt sein, noch von den Dialogen, denn ich werde sie zu je 20 Minuten machen. Oh yes. Warum ungefähr eine Stunde, um mir alles anzugucken? Gute Neuigkeiten. Der Aufzug funktioniert wieder. Aber nun wurde er so oft genutzt, dass ich keine Chance hatte, ihn zu benutzen. Geht der Leute gerade raus? Ich versuch mal später, euch einzufangen. Nicht einzufangen, sondern zu euch aufzuholen. So. Eckenschleim, bin ich überglücklich? So, wer dieses Schleimgeblabel verstehen konnte, der hat den Nobelpreis oder sowas ähnliches verdient. Der Zimmerservice kam niemals. Ich glaube, ihr wisst alle, worauf es eine Anspannung ist. Ist von innen abgeschlossen. Was machen die da wohl? Der Roomservice ist nie gekommen. Bitte etwas anderes. Keine Antwort. Der Typ, ach du Schande, wie schnell der jetzt ist, übertreib. Versucht seine Arbeit zu beenden. Lol. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Ich weiß nicht, Leute, soll ich mal die Typonia-Reihe reintun? Die ist gerade nicht Mainstream, also genau das Richtige eigentlich für den Kanal und so weiter halt. Sorry, der Resort. Man geht jetzt aus. Aber ich denke, du würdest es trotzdem noch großartig finden, hier durchzugehen. Ja, Patrick Star und seine sanfte Stimme. Sorry. Wir erlauben keine Gäste mehr im Moment. Oder irgendwann mal wieder. Ich habe keine Ahnung mehr, was für eine Stimme der hatte, sorry. Aus dem Finger. Was kann ich für dich tun, kleiner Kumpel? Gibt's noch was zu kaufen? Nimm, was du willst, kleiner Kumpel. Okay. Warum versuchst du nicht, den kleinen Hübschen was in dieser Gasse zu verkaufen? Oh, und das Traurige ist, der Typ hier hat immer noch kein Happy End, trotz allem. Reden wir über Freiheit. Jetzt sind wir also frei? Metaton hat uns das schon erzählt. Dann hat er mir erzählt. Denk ja nicht, dass es bedeutet, dass du jetzt früher Feierabend hast. Mein Boss. Ich liebe diesen Typen. Und damit meine ich, dass ich ihn so hasse. Oh, Brett und Catty. Diese Mädchen. Die welche meine Hosen unterfallen sahen. Nun, wir werden alle frei sein. Also werde ich sie wenigstens nie wieder sehen müssen. Sag niemandem was, Seriba, kleiner Kumpel. Weil sie werden mich alle auslachen. Aber ich hab irgendwie dabei geholfen, jeden frei zu bekommen. Irgendwie. Selbst wenn es einfach nur daraus bestand, diesen schlimmen Beruf zu machen. Ich glaube, ich habe irgendwas getan. Ich weiß nicht, ob es war, aber ich glaube es trotzdem.
Also, das glaubst du nicht, aber ohne dich hätten wir es nie und nimmer geschafft, deinen Boss zu zerstören. Worüber reden wir jetzt gerade? Wartet kurz. Hab schnell geklickt. Ach ja, Zukunft, genau. Da die Zukunft. So, wird ja gerade ausgegraben, habe ich gehört. Irgendwo in der Zwischenzeit. Kleiner Kumpel, da ist eine ganz neue Welt, die auf uns wartet. Ich bin mir sicher, meine Qualifikationen werden dafür sorgen, dass es nicht lange dauert, bis ich ein berühmter Filmstar bin. Oder vielleicht werde ich wieder damit enden, Bürger umzudrehen. Aber es ist, wie ich sage, was, und es gibt keinen Ort, wo wir hingehen könnten, außer nach oben. Buchstäblich in diesem Fall. Oh, der Arme, der wird vom Metaton gezogen. Wir gehen mal lieber. Jederzeit, kleiner Kumpel. Oh, der tut mir so leid. Und der macht mir fucking nochmal Angst. Nun können wir ein Leben leben ohne Reservationen. Ohne Reservierungen. So. So, wenn wir alle gehen, wird mein Job. Und ich muss. Was? Und ich muss rum. Nun, ich denke, jeder Apfel hat seinen Chor. Oh Gott, der Joke. Die Oberflächenwelt. Wirklich? Vielleicht kann ich da zwei Schritte gehen, ohne in irgendein Puzzle zu laufen. Ach du Schande, übertreib ruhig. Schrei mir noch mal ins Gesicht. So, oh, der Fikuslicker. Wir sind alle frei. Ich glaube, ich kann aufhören, diesen Fikus zu lecken. Aber ich will nicht so aussehen, als hätte ich es versaut. Also, mach ich einfach weiter. Oh, wurdest du süchtig? Ja, ich weiß, dass du süchtig wurdest. So. Hintergrundmusik ist so wunderschön. Wird mir noch 5 Tage lang in Form von einem Ohrwurm Kopfschmerzen bereiten. Die relaxende Atmosphäre des Hotels, sie füllt dich mit Entschlossenheit! Okay, sorry, jetzt bin ich jetzt der Übertreib. So, da steht immer noch dasselbe. So, der Text, ich lieb den. Hey, hey, guck es an! Oh Gott, ich will nicht mit denen reden. Freiheit. Ich rede jetzt nur eine. Wir sind, ihr habt irgendwie total frei, oder? So cool. Als ob Milena... Was? Als ob Milenia, keine Ahnung, der Gefangenschaft endlich zu Ende ist. Ich bin ein Mensch. Oh, ups, wirklich? Nun, als sie gesagt haben, dass wir total gehypt sind für die Zerstörung der Menschheit... Wir waren einfach nur so, wir haben gescherzt, weißt du? Haben wir das gesagt? Vielleicht. Es ist so, praktisch unsere Catchphrase. Wirklich? Oh Gott. No? Wir haben das irgendwie nie gesagt. Okay, einfach weitergehen, die machen mir Angst. Sogar. Nun, dass wir frei sind. Oh mein Gott! Ich kann endlich meinen Traum erfüllen, eine Hauskatze zu haben! Was? Katzen können Katzen streicheln? Das öffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Das ist dein Traum, Catty! Aber Bratty, ich will doch nicht einen Traum ohne dich da drin haben. Oh, Catty! Und in meinem Traum wirst du die Katze sauber machen. Catty! Okay. Was? Sieht aus wie Katzen? Hä? Was? Das hat's... Nee, warte, das muss ich... Hä? Warte, ich guck mir jetzt erstmal noch die Frage an. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch verstanden. Jetzt hört mal auf zu reden. So, hier. Ach du... Okay, sorry, ich habe gerade heute irgendwas an meinen Augen... Do you like cats? Also mögt ihr Katzen? Nicht seht ihr aus wie Katzen. Sorry. Irgendwie bin ich heute allgemein extremst. Hä? Ich? Ja, ich liebe Katzen. Die sind so
Lecker! Bratti, nein! Ich habe doch einen Scherz gemacht. Irgendwie. Nebenbei. Das letzte Mal. Warte. Weil du das letzte Mal, als du eine Katze gesehen hast. Oh, gerade gestern. Da war diese süße, kleine, weiße Katze, die herumgegangen ist. Oh Gott. Es war wie so gut aussehend. Ich habe sie ungefähr eine Stunde gestreichelt. Catty? Ja, Bratty? Ich denke, das war ein Hund. Hunde sind einfach nur gut bessere Katzen. Nein, oh, sorry. Dass Hunde bessere Katzen sind, das sagt aber bitte nicht meiner Kitty, okay? Dann fresse ich euch. So. Dann, hoffentlich müssen wir die nie wiedersehen. Hoffentlich tut sich das Leiter von denen nicht erfüllen. Und dann hat uns gesagt, dass die königliche Garde aufgelöst wurde. So wie Boomer. Ich denke, wir müssen jetzt... Wir müssen uns jetzt an Liebe und Frieden gewöhnen. Er sieht glücklich aus. Aber oh, mein Hals, das tut so weh. Ich bin so aufgeregt, meine Nice Cream auf der Oberfläche zu verkaufen. Wenn alle Leute so sind wie du, werde ich extrem successful sein. Oh, hier, der Hits Flames Man. Was? Du willst eine Wiederherausforderung? Kannst du vergessen. What the fuck? So. Ah, mein Hals. Okay, hier geht's nicht weiter. Gott, das ist das halt. So. Dann, oh Gott, müssen wir uns jetzt hier... Nee. Wir tun es uns jetzt nicht an, nochmal alles hier anzugucken. Wir gehen jetzt sofort hier, komm. Wir sind Left 4. Nee, wir sind Right 4. Wir haben uns kaum bewegt. Oh Gott. Ja, komm, wir gehen einfach mal nochmal hier das komplette Weg entlang. Das komplette Weg vor allem. Ah, hier ist ja der eine Typ. Auf der Oberfläche werde ich keine Donuts mehr von Spinnen kaufen. Das ist mein Punkt. Das ist eine bessere Entscheidung. So, dann gucken wir mal, was die Muffet so tut. Mal gucken, ob sie auch an der Oberfläche ein Restaurant eröffnet. So, kommt. Ah, das Labyrinth! Es macht mich verrückt! Ich sterb gleich! Ah, ich bin durch. Ich liebe den Soundtrack. Er ist wundervoll. Yay, Bass Drop. Da noch die ganzen Spinnen. Da die Muffe. Die Muffet. Bonjour, Darling. Ich hab's endlich geschafft, alle unsere Einnahmen aufzutun. Wir haben nun endlich die Spinnen aus den Ruinen rettet. Und wir werden es auch noch leisten können, uns was zu leisten. Und werden es auch noch 4 stylische Paare von Sandgläsern für jede Spinne leisten können. Wieso 4 für jede Spinne? Ihr braucht doch nur 2. Oder haben Spinnen 3 oder 4 Augen? Nee, ihr braucht nur 3 Paare pro Spinne. Wenn ich gerade nicht absolut behindert bin. Oder? Keine Ahnung, ich guck mir nachher noch ein Bild an oder sowas. Nicht, dass ich jetzt eine Scheiße labere. Wobei, das tue ich ja eh schon die ganze Zeit hier. Nee, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, dann schreibt es bitte in die Kommentare, okay? Haben Spinnen pro Seite 4 Augen, also praktisch 8 Augen oder 6 Augen? Ich weiß es gerade nicht. Aber egal, man kann sowieso nie genug stylische Sonnengläser haben. Also, das hat mein Vater zumindest immer so gesagt, als ich noch klein war. Und dieser Satz, der ging nie aus meinem Kopf. Der hat mich durch mein Leben verfolgt, hat mich durch mein Leben geleitet. Und jetzt bin ich vom PC und für Selbstgespräche. Und trink Wasser. So, na gut. Sind wir jetzt mal bei Right 2? Oh, jetzt dieses fliegende Vieh. Ich will einen anderen Hotdog. Aber der Hotdog-Typ ist nie zurückgekommen.
ganz nebenbei. So, heute warst du da schön. Zähle, was dir zugute kommt. Selbst wenn du keinen zweiten Hotdog bekommen kannst. Getoasteter Hase! Wuhu! So. Destruction. Thunderplane Overworld Sprite! The Fick! Lol, wir haben hier noch den Stick. Was ist denn da passiert? Mensch, du gehst? Ich habe etwas, das ich dir sagen muss. Um ehrlich zu sein, hab ich schon immer bessere Gefühle für dich gehabt. Wie auch immer. Jetzt, wo ich mir meine eigene Aktion angeguckt habe, habe ich noch realisiert, ich lieb dich nicht! Ich war einfach nur infiziert von dem Konzept von Liebe. Die Idee von Romanz. Das Konzept, ein Affection mit jemand anderem zu teilen. Durch dieses Verlangen habe ich ein komplett falsches Konzept von mir in meinem Kopf aufgebaut. So, eine Beziehung hätte nie gut geendet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, glaube ich, es wäre besser gewesen, ich hätte nichts gesagt. Du Idiot! Okay, es lohnt sich doch, das Hotline doch mal durchzugehen. Den Dialog habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal gesehen, Leute. Und das ist das auch das erste Mal, dass ich einen Thunderblade Overwild Sprite gesehen habe. The Fick. Da, genau, in diese Richtung war nichts Besonderes. Ja, wir gehen jetzt die andere Richtung entlang zu. Wo sind wir? Ich glaube, Left 2. Ja, dann gehen wir zu Right 2. Die Thunderblade ist fast noch genialer als die Nudeln. Bitte nimm mal die Lokation. Welcher sind wir? Wir sind hier gerade. Ach, wir sind Right 2. Da müssen wir jetzt nach Left 2. Ich liebe das Spiel einfach so unglaublich stark. Lol, bei Left 2 müssen wir nach. Na klar, müssen wir Left 2 nach rechts. Yay, da hinten ist der Chor. Ach ja, wartet. Wir wollten hier noch ein Telefon und Tutorials bauen. Wartet nochmal. Ach, schade, jetzt können wir es nicht mehr sehen. Aber die Tori hat LOL verwendet. Lol. So, gab es hier oben noch was Besonderes zum Angucken. Oh ja, ich bin mir sicher, dass es hier noch was gab. Irgendetwas Nervenzerfickendes, was unseren Alltag komplett wieder auf Hochtouren bringt. Kommt, irgendetwas solches muss doch hier sein, bitte. Dampf. So, mal gucken, hier ist noch. Hier ist ein Pyrope Over. Hier sieht man Overall Sprites, von denen habe ich gar nicht gewusst, dass es sie gibt. Ich habe mich gefragt, ob Menschen meine Freunde sein wollen. Pschisch! Das wird nie passieren! Wenn du die ganze Zeit Psyche rumschreist, nicht. Du musst jetzt schon Psyche schreien. Dann werden Leute sich mit dir befreunden wollen. Dann saven wir mal hier das Spiel. Oh yes. Was so? Wie nennt sich das? Die schlechte Entscheidungszone. The fuck? Wie kam es nochmal zu dem Namen hier? Was sei nochmal der Hintergrund von? Jetzt sind wir wieder in diesem Raum hier. Lol. So. Und wenn man hier wirklich alles angucken will, braucht es schon eine gewisse Menge an Nerven und an Geduld. Eine Menge an Geduld, wie sie die meisten Leute nicht aufbringen können. Aber ich, der große Emerald, werde für euch das komplette Spiel neu durchsuchen. Werde backtracken bis zum Anfang des Spiels und werde alles nehmen, was die Welt an Geduld bietet, um euch... Was mache ich jetzt eigentlich? Gute Frage. Naked anyway. So. Das ist aber wieder hier.
Hinter der Gas. Ich bin's! So, ein Video fett auf unsere Location. Unsere klasse Location. So, da gucken wir mal. Hier hat sich sicher nichts geändert, also so wie ich es in Erinnerung habe. Ja, im Moment, wenn man sich fragt, warum der Screen wackelt und man sieht, dass man auf benetzter Art herumläuft. So, hier oben war noch etwas sehr Interessantes, das wir betrachten wollten. Etwas, das uns den Alltag versüßen wird. Ein Vulkan! Welt, das wollte ich nicht. Oh, Freiheiten, Gefühle. So würzig. Deine Stimme hat sich irgendwie entschieden. Ja. Na gut, egal. So, hier oben waren, glaube ich, noch Metatron-Fans und zwei Monster in einem, der japanischen Schuluniform. Autsch! Hier so tut mir jeder weh, egal wo ich hingehe. Na gut, egal. Kommt, das Hotland werden wir diese Episode auf jeden Fall noch fertig kriegen. Das verspreche ich euch. Nicht Metatron ist oder so ähnlich. Autsch! Ich habe das Gefühl, dass nichts Besonderes zu betrachten gibt. Jetzt sind wir wieder hier. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir wieder bei Red Ainge. Bei Red Ainge. Bitte schreibt eine Location. Left for run. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr zu betrachten. Dann werden wir nachher unten mal irgendwo speichern und gehen dann weiter. Ich mag die Musik, Leute. Oh, yes. Okay. Ich werde an der Oberfläche etwas Schönes trinken können. Ach ja, übrigens, hätten wir jetzt alles Wasser genommen und hätten's, ausgekippt, nachdem wir die Anleihen befreit hätten, dann wäre hier mit der Zeit ein schöner Baum gewachsen. Geht das hier überhaupt irgendwann mal leer? Das ist doch bitte. Ach, schade. Du bist auch hier. Oh. Was passiert, wenn wir damit ansprechen? Nichts. So. Das Wasser ist wahrscheinlich vaporisiert oder so ähnlich. Alles mit Schnee bedeckt. Dieser faule Sands. Willkommen im Hotland! Diese Willkommensschilder. Sie füllen mein Herz mit Entschlossenheit. Dann speichern wir nochmal. Oh cool, hier ist immer noch alles mit heulendem Wind gefüllt. Emerald! Hörst du mich? Oder so ähnlich? Na gut, egal. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.